Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Mayer, es wird nicht richtiger, wenn man ständig was Falsches behauptet. CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag 2018 vereinbart, ich zitiere wörtlich, die Aufsicht über die Inkassounternehmen zu verstärken und die Regelungen zum Inkassorecht verbraucherfreundlich weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir die AfD nur wirklich nicht. Dieses Gesetz ist ein Verbraucherschutzgesetz, und ich finde, dass es uns unter allen Gesichtspunkten gut gelungen ist. Und Kollege Mayer, wenn wenigstens Ihr anderer Kollege Mayer da gewesen wäre, dem haben wir das hier auch schon mehrfach erklärt, Ihre Vorschläge sind rechtlich schlicht nicht möglich. Das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof, das Grundsatz der Totalreparation im Schadensrecht bis hin zur Richtlinie zur Zahlungsvertuch im Geschäftsverkehr sagen alle, der Gläubige hat ein Anrecht darauf, dass seine Kosten erstattet werden. So. Und das könnten Sie sich doch auch mal irgendwann merken. Vielleicht schaffen wir es dann beim nächsten Mal in der Debatte. Wir haben offensichtlich im Gegensatz zu Ihnen mit allen Beteiligten Gespräche geführt, mit dem Inkassoverband, mit den Inkassounternehmen, mit Rechtsanwälten, mit der Verbraucherzentrale und auch mit den einzelnen betroffenen Verbrauchern und Verbrauchern. Und wie Sie sich vorstellen können, sind da die Wünsche deutlich unterschiedlich. Einigen wollen eigentlich fast gar nichts mehr bezahlen, und dieses Unternehmen möchte natürlich am liebsten, dass alles so bleibt, wie es bisher ist. Das hat auch die Anhörung relativ deutlich gezeigt. Wir haben damals schon gesagt, wenn man von beiden Seiten so viel wohlwollende Kritik bekommt, kann der Entwurf gar nicht so schlecht sein. Aber wir haben uns trotzdem noch mal rangesetzt und wesentliche Änderungen noch mal seit dem September verhandelt. Und ich glaube, deswegen können wir sagen, dass wir einen guten Entwurf am Ende zusammen hinbekommen haben. Eins müssen wir vielleicht noch mal darauf hinweisen. Inkasso ist für die Unternehmen ein ganz wesentlicher Faktor. Wir führen 5 bis 10 Milliarden Euro durch Inkassodienstleistungen zurück in den Wirtschaftskreislauf. Das ist wichtig, und nicht nur für die großen Unternehmen, sondern gerade für die kleinen Unternehmen, die keine eigene Rechtsabteilung haben. Und nichtsdestotrotz, und das ist unser Ziel gewesen schon von Anfang an, müssen wir die Verbraucherinnen und Verbraucher vor übermäßigen Inkassokosten schützen. Und deswegen war es uns als Union besonders wichtig, dass wir die Kleinstforderungsregelung in diesem Entwurf haben. Die stand schon von Anfang an drin. Wir schaffen endlich diese Unwucht ab, dass im Bereich unter 50 Euro die Höhe der Kosten höher ist als die einzelne Forderung. Und das war uns als Union sehr wichtig. Das haben wir durchgesetzt, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Auch darüber hinaus, Kollege Fechner hat es gesagt, haben wir die Inkassogebühren noch mal angefasst. Wir haben noch mal nachjustiert. Wir haben die unerwünschten Auswüchse, glaube ich, kontrolliert. Wir haben den schwarzen Schafen auch einen Riegel vorgeschoben und helfen übrigens der Branche aus unserer Sicht deutlich dadurch, dass wir es insgesamt transparenter machen. Klar ist, dass wir hier einen Interessenausgleich brauchen zwischen Verbrauchern und Verbrauchern und den Unternehmen. Und deswegen haben wir am Ende des Tages gesagt, dass natürlich das Thema RVG, wir behandeln es gleich, zu einem Aufwuchs der Gebühren führt. Und deswegen haben wir uns noch mal über die Geschäftsgebühr unterhalten und haben gesagt, dass es sachgerecht ist, über eine 0,9 anstatt nur 1,0 nachzudenken. Das ist übrigens eine deutliche Absenkung noch mal im Bereich. Was haben wir noch am Regierungsentwurf geändert? Wir haben, das ist, mag was für juristische Feinschmecker sein, aber es ist, wir haben den 288.4 des BGB noch mal angefasst. Der ist der Verzugssystematik des BGB komplett fremd. Und er hätte im Übrigen bedeutet, dass wir zum Beispiel bei deliktischen Forderungen allen Ernstes verlangt hätten, dass die noch mal hingewiesen werden müssen und so weiter. Das können wir nicht allen Ernstes fordern. Gerade in diesem Bereich ist das völlig unzumutbar. Bei zwei Teilaspekten sind wir tatsächlich noch nicht zufrieden. Wir haben gefordert, dass wir im Bereich des Identitätsdiebstahls deutlich mehr machen. Da hat uns der Entwurf nicht gefallen. Der ist auch deutlich zu kurz gesprungen, müssen wir sagen. Das war ein großes Thema. Deswegen haben wir den Entschließungsantrag noch dazugefügt und auch ein kleines Datum dazu gesetzt, dass wir noch in dieser Legislaturperiode Ergebnisse bekommen. Da müssen wir alle Bereiche durchprüfen. Strafrecht, Gewerberecht, Wettbewerbsrecht. Da sollte nichts ungeprüft bleiben. Das ist eine inakzeptable Entwicklung in diesen Bereichen. Die wollen wir als Union auch noch bekämpfen. Das Thema Zentralisierung der Aufsicht ist gefallen. Das war auch ein großes Thema. Da müssen wir so deutlich sagen, das konnten wir in der Kürze der Zeit, um den Gleichklang mit dem RVG herzustellen, nicht mehr regeln. Denn das ist Zuständigkeit der Länder. Das muss man auch so deutlich sagen. Und deswegen kann der Bund nicht alleine entscheiden, ob wir nun die Zentralisierung vornehmen. Aber es wäre ein wesentlicher Faktor, um einen Gleichklang herzustellen. Denn die Unternehmen sind ja auch nicht nur in einem Bundesland tätig. Uns ist zusammengefasst durchaus bewusst, dass es an dem Entwurf Kritik gibt von beiden Seiten. Wir haben es gesagt.
und zwar sowohl von der Verbraucherzentrale, die sagt, das ist alles zu viel, als auch von den Branchenverbänden, die sagen, das ist alles zu wenig. Und deswegen bleibe ich dabei, wenn wir von beiden Seiten bei so einem durchaus umstrittenen Thema so viel wohlwollende Kritik bekommen, ist es aus unserer Sicht ein guter Entwurf geworden. Und ich glaube, Sie können besten Gewissens zustimmen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Katharina Willkommen das Wort.